Im anderen Fall müsste ich fragen, wenn ich jetzt sage, ja, wenn so ein älterer Mensch zu einem Jüngeren geht, da bekommt er doch keinen Rat. So eine Mutti von 60, 70, 80 Jahren kann doch nicht zu einem Kind gehen und diesem Kind um Rat fragen, was es jetzt tun soll. Daran glauben Sie gar nicht. Glauben Sie daran? Ja oder nein, gibt's das? Würden Sie gehen, so in den 19 Jahren, wie Sie sind, zu einem Kind von 3, 4, 5 Jahren? Ja oder nein? Offen sprechen, die Wahrheit sprechen. Ja, wenn es ein guter Rat ist, ja. Moment, das wissen Sie gar nicht vorher. Ja, wenn es um einen guten Rat geht. Kinder sprechen die Wahrheit. Schenken Sie einem kleinen Kind so viel Vertrauen und glauben Sie, dass ein Kind mehr weiß als Sie, wo Sie schon längere Jahre auf dieser Erde sind. Ja oder nein? Nicht, wenn ich die Wahrheit, nein, vorher gar nichts wissen, aber ein Gefühl steckt in den Menschen, auch in dem, der schon ein längerer Erdbürger hier ist, der schon 60, 70, 80 Jahre seinen Körper hat. Geht und spricht plötzlich zu einem Kind, das 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre, was weiß ich, muss gar nicht so alt sein oder gar nicht mal schulpflichtig sein. Und sagt dem Kind womöglich gar nichts und das Kind sagt, Mutti, so musst du nicht sein, das muss so sein, das muss so sein, das muss so sein. Im Kleinen in der Familie kommt es ja schon vor, wenn die Mutti nur darauf hört, wenn das kleine Kindchen, das kaum sprechen kann, sagt, Mutti, sei nicht traurig, das wird doch wieder alles gut. Komm, singen wir, komm, tanzen wir, komm, springen wir. Die Mutti ist so ein kleines, dummes Kind. Na ja, Kindchen, du hast keine Ahnung davon, was ich für Sorgen habe, was mich bedrückt. Wie oft ist das vorgekommen, Freunde, dass diese Mütter tatsächlich von ihrem Kleinstkind belehrt wurden, dass sie bis heute noch nicht vergessen haben. Im anderen Fall müsste ich fragen, warum kamen dann die älteren Leute auch zu dem kleinen Brune, den sie früher Brunchen nannten. Manche wussten gar nicht mal den Vornamen. Sie haben nur gesagt, ja, was ist das doch für ein sonderbares Kind. Komisch, dass dies ist das gewesen. Er hat nicht viel gesprochen, aber er muss es doch getan haben. Er hat gesagt, du bist nicht krank, Mutti. Papa, steh auf. Was liegst du da? Und andere glaubten, er würde sterben. Danach stellten sie fest, das ist doch nicht so wahr, was sie angenommen. Zum Sterben war noch Zeit, von Krankheit keine Spur. Ja, was hat das Kind bloß in sich? Wo ist das Kind? Sucht es mir. Ja, die suchen es noch heute. Manche fahren sogar sehr, sehr weit, um dieses Kind zu suchen. Frage, konnten sie nicht auch das Gleiche sein? Sie sind das gleiche Geschöpf. Sie kommen auch von daher, von da ich herkomme. Wir haben alle nur einen Schöpfer, alle nur einen Vater, er hat allen das mitgegeben. Nur haben Menschen das nicht mehr gewusst. Sie glaubten einfach nicht dran, das tun zu können. Die Eltern haben es ihnen abgesprochen. Bei mir waren es auch die Eltern, die alles versucht hatten, wie jede Eltern es tun. Nicht, dass meine Eltern, die leiblichen Eltern, beschämend hinstellen will. Hat mit dem nichts zu tun, Freunde. Nein, sie waren es so gewohnt, Kinder müssen gehorchen. Ich habe mich so gemacht, nee, das nicht. Sag ich, was ihr von mir, was du, liebe Mutti, von mir verlangst, das tue ich nicht, das ist falsch. Und was der Papa verlangt, das ist falsch, das tue ich nicht. Nein, das setze ich nie in die Tat um. Natürlich waren sie böse und sagten, den werden wir den Lümmel. Ohrfeigen haben nichts geschafft. War noch nicht schmerzlich. Schmerzlich war nur das eine, dass die Eltern es selbst nicht verstanden haben. Das ist das Schmerzliche. Die anderen dagegen haben es verstanden. So dass tatsächlich nachher die Nachbarn kamen und sagten, das ist ja ihr Kind. Ja, was glauben Sie? Dass sie sagten, ja, das ist unmöglich. Auch sie konnten nicht glauben. Wie viele Jahre haben sie gebraucht, um sich davon zu überzeugen? Es kann doch nicht sein, dass wir so ein Kind haben, sagten die Eltern. Nicht gewusst, nicht geglaubt. Es ist nicht beschämend für sie, aber ich musste mich durchsetzen, ich musste ihm die Wahrheit sagen. Ja, und so, liebe Freunde, von dieser Kindheit, das heißt, was sie Kindheit nennen.